Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dungeons 2, wo wir permanent attackiert wurden und es jetzt endlich wieder ein bisschen ruhiger in unserem Dungeon läuft. So, wir gehen jetzt aber nochmal an die Oberfläche zurück. Heißt, wir werden jetzt zusehen, dass wir hier die Bösartigkeit dazu bekommen. Und dazu müssen wir wohl wahrscheinlich noch durch ein weiteres Lager gehen. Ich jetzt alle? Ja, ich glaube schon. Und zwar das hier oben, weil sonst kommen wir ja hier gar nicht durch. So, heißt, selbst wenn wir welche verlieren, ist es ja nicht so schlimm. Dann verteidigen sie unseren Dungeon gegen die Dämonen. Und so haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Chance, hier oben an die andere Ecke zu kommen. Ah, es hat gut geklappt. Oh. Unsere Schützen sind einfach nur bestialisch gut. Okay, da können wir auch gleich die Leute abfangen, die da jetzt ankommen. Jedenfalls versuchen wir es. Das ist Wahnsinn, was sie aushalten. Okay, das war wohl ein Satz mit X, das war wohl nichts, oder wie? Weil das sind jetzt nur noch unsichtbare Leute. Dann probieren wir wenigstens hier oben das noch mit den restlichen Leuten zu schaffen. Vielleicht laufen die ja in den Dungeon, wenn wir Glück haben. Na komm. Das müsst ihr schaffen. Okay. Die Dämonen hatten einen Bereich des Jungbrunnens eingenommen und zehrten nun von der Bösartigkeit, diesen zu verderben. Ah, das haben wir jetzt auch gemacht. Ah. Die helfen uns gerade sogar, das ist nett. Oh oh, oh oh, lauft, lauft, lauft. Okay, den einen haben wir weggekriegt. Jetzt können wir hier wieder zwischengehen. Pixie wegschießen. Und die nächste Pixie. Okay, weiter. Runter. Weil das muss wieder kaputt geschossen werden. Abermals konnte das invasorische Böse einen Bereich des Jungbrunnens für sich gewinnen. Köstliche Bösartigkeit durchfloss es nun zur Belohnung. Okay. Soweit haben wir das doch schon mal ganz gut geregelt. Erlaubt es den Ghoul im Sturmangriff auf Gegner zuzustürmen und verbessert die Totenverputzungsfähigkeit. Beides ist auch nicht so schlecht. Unsere Tongefäße haben sich ja auch noch gut gehalten hier. Und das Gold, was wir hier reinkriegen, ist auch nicht schlecht. So, hier war ja jetzt alles fertig. Ja. Haben alles erforscht, was wir erforschen können. Ah, hier wird noch Gold abgearbeitet. Na, ich glaube, die Kammer ist doch noch ein bisschen zu klein, oder? Täuscht das. Ein neues Dämonenportal. Wir müssen es vernichten.
aber sicher. Oh. Ihr wollt gleich direkt gegen die Todesschützen antreten. Die, die meine Armee gerade stark machen. Na dann bitte. Kann ich sie so triggern? Nee, leider nicht. Aber jetzt, oder was? Okay. Skelettgeneral zählt einfach nicht. So, dann machen wir es auch nochmal so. Vielleicht triggert die nächsten das auch gleich. Ja. Sehr schön. Da kommt jetzt der nächste Angriff rein. Aber wir generieren immer noch weiter Bosartigkeit. 720 sind wir schon. Gut. Dann hier einmal ausbauen. Hier wird fleißig weiter geforscht. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Schmeißen wir mal ein paar Bällchen. Ja, der Schneeball, der macht einiges her. So. Und zack. Alle umgefallen. Ja, fast alle. Bis auf hier die Unsichtbaren. Die müssen natürlich wieder eine extra Wurst bekommen. Und kriegen auch nicht so viel Schaden durch unseren Zauber. Na gut. Ihr kommt hier sowieso nicht durch. Ihr müsst schon die Tür angreifen. Ansonsten blockiert ihr hier nur. Gut, die können die Tür sogar angreifen. Ja, das ist ja nicht so schön, aber gleich klingelt die Glocke und dann hat sich das sowieso erledigt für euch. So. Nochmal ein bisschen mehr Mana machen lassen hier. Das schnarchige Böse hatte den Dämonen einen Bereich des Jungbrunnens überlassen. Offenbar war es sich nicht der Gefahr bewusst, dass die Dämonen zu stark werden könnten. Ja. Heißt, wir müssen auch gleich wieder hochgehen. Nehmen wir mal wieder alle mit. Diesmal nehmen wir sogar einen Bartas mit. So. Einer liegt sogar bewusstlos am Boden. Na, okay, dann darf er hier bleiben. Gut, dann wieder mit allen raus hier. So, warum ich Bartas jetzt auch mit habe? Weil ich werde jetzt versuchen, um die Helden komplett auszulöschen. Ich will jetzt hier keine Angriffe mehr sehen. Jedenfalls probiere ich's. Aber erstmal holen wir uns natürlich von den Dämonen was wieder. Benötigt Forschung entweihen? Okay. Der Wald im Osten verdorrte plötzlich. Das chaotische Böse hatte ein weiteres Dämonenportal erschaffen. Schon bald würden dämonische Armeen daraus hervortreten und sich in die Schlacht stürzen. Es würde ein episches Gemetzel werden, von dem man noch in Äonen sprechen würde. Blut würde sich über die Felder ergießen. Gut, wir hatten kein Blut. Knochen würden überall herumfliegen, genau, und Knorpel und Fetzen, bis die Erde selbst weinen und der Himmel sich fürchten und verfinstern würde. Ja, schon gut. Die Spieler haben schon beim Hauptspiel über deine ausschweifenden Monologe gelästert. Halt dich zurück! Ich meine, vernichtet die Lebenden, vernichtet die Dämonen! Ach ja, entschuldige. Da sind ein paar neue Dämonen eingetroffen. Geh und mach sie kaputt. Das verderbende Böse hatte ein großes und gut bewachtes Lager der Allianz entdeckt. Den Gedanken, diese nassforschen Wasserträger zu kochen wie Brühlwürste, rieb sich die dicht verknorpelten Finger. Allerdings sah das Lager wirklich verdammt gut befestigt aus. Ein
Angriff würde schwere Verluste bedeuten und sich negativ auf die Truppenmoral auswirken. Gott sei Dank kannten Untote keine Moral. Zahltag. Okay. Wir haben gerade die gesamte Truppe verheizt. Und kriegen hier sogar nochmal einen Angriff rein. Das mit dem Dämonenportal, das finde ich nicht so cool. Na gut, wir haben aber wieder ein bisschen Mana. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Und die meisten sind schon extrem angeschwächt. So. Den General mal rein. So passt das doch. Natürlich helfen wir den General noch. Lass uns einfach ein bisschen Eis vom Himmel regnen. So. Wunderbar. Und da kommt jetzt die nächste Truppe. Okay. Die wollen halt nicht, dass wir böse sind. Ne? Und dass wir uns jetzt hier unten verkriechen. Oh oh. Ich hoffe, ich kann sie ein bisschen festhalten. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Bis das meiste repariert worden ist. Ein weiteres Dämonenportal hatte sich in eurem Dungeon geöffnet. 10 Kilometer weiter, aber egal. So, die meisten Fallen sind jetzt wieder heile. Na, jetzt kann das Massensterben losgehen. Ja, kann einfach durch, einfach durch. Passt schon. Okay. Das chaotische Böse hatte keine Chance. Gut, und wenn ihr das jetzt hier ständig auf derselben Seite macht, machen wir es jetzt einfach mal anders. Dämonen hatten einen Bereich des Jungbrunnens eingenommen und zehrten nun von der Bösartigkeit, diesen zu verderben. Schon wieder. Diesmal auf der anderen Seite. Na gut. Wir haben jetzt hier einen Ach nee, das war kein Bewusstloser. Ich wollte gerade sagen. So, Bartas. Portal vernichten. Restliche Truppen. Es geht weiter an die Oberfläche. So. Und wollen wir mal gucken, ob wir das mittlere Dämonenportal vielleicht sogar kaputt machen können. Also das hier. Ah, es geht. Wir haben das Portal zerstört. Ein großartiger Sieg für das Heer der Untoten. Ja, in der Tat, ein großartiger Sieg. Das Portal der Dämonen wurde zerstört und lag nur noch in handlichen kleinen Tropfen. Okay. Das nehmen wir uns jetzt auch wieder ein. Ein weiterer Sieg für das hirnlose Heer. Mit diesem Triumph und dem Verderben des Jungbrunnens wuchs die Bösartigkeit des niederträchtigen Bösen. Sagt mir jetzt nicht, dass ihr Bartas kaputt gekriegt habt. Doch, haben sie. Ist Feinde natürlich sind in den Dungeon nicht so toll. Ich wollte jetzt gerade eigentlich angreifen. Aber dadurch, dass sie Bartas zerstört haben, ist das nicht so gut. Dann müssen wir der Armee nämlich jetzt schon wieder zurück. Einfach mal von hinten aufräumen. So. Alles, was übrig ist, wird gefressen.
Ah, da kommen gleich genug Leute, die euch begutachten wollen. So, wir könnten hier aber nochmal... wenigstens noch so eine Kleinigkeit aufstellen. Und dann nehme ich mir mal... wer hat dann jetzt gerade nicht so viel zu tun? Ja, alle wollen so baden gehen. Eigentlich haben sie alle was zu tun. Hier waren ja jetzt die Forschungen eigentlich auch soweit fertig. Dann können wir hier nochmal starke Hirnfresser machen. Und erhöhen auch nochmal die Lebenspunkte von denen. Ich denke, das wäre gar nicht so schlecht. So, kommt ihr beide mal mit. Ihr müsst mal das Portal kaputt machen. Aber das hat er sehr besaved. Es ist Zahltag. Na, schafft ihr's? Jawohl. Gut. Bösartigkeit haben wir jetzt bald auf Maximum. Das, was wir brauchen. Es fehlen halt nur noch 200. Ah, hier oben das Gold ist ja schon beträchtlich gestiegen. Und dann können wir ja hier jetzt noch den letzten Zauber erforschen. Damit wir mal hier ein bisschen vorankommen. Okay. Zauber wurde erforscht, das ging aber wieder mal flott. Wenn die Zombies mal genauso flott wären, das wäre viel cooler. Aber gut. Hier dauert es noch 30 Sekunden. Hier auch fast. Und irgendwo habe ich wieder was verloren. Na, es ist ja direkt vorne an. Ist ja nicht so weit weg. Wir haben einen Bereich des Jungbrunnens an die Dämonen verloren. Das hätte unsere Bösartigkeit sein sollen. Hier holen wir uns jetzt auch sofort wieder, Bartas. Kein Ding. Ganz locker bleiben. So, darf's auch gleich wieder mitgehen. So. Natürlich greifen die Helden jetzt wieder an. Wollen wir uns aber erstmal die Bösartigkeit... Das verderbende Böse hatte den Jungbrunnen nun für lange Zeit verdorben und schwamm geradezu in Bösartigkeit. Das eigene Wohlbefinden und um seine Kreaturen zu beeindrucken, machte es sich nun daran, den Thronsaal aufzuwerten. Abermals konnte das invasorische Böse einen Bereich des Jungbrunnens für sich gewinnen. Köstliche Bösartigkeit durchfloss es nun zur Belohnung. Ja, aber wir gehen jetzt noch einmal versuchen, die Helden auszulöschen. So. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Was ist das? Ein Tier? Ein neues Dämonenportal. Wir müssen es vernichten. Ah, schaffen wir es jetzt? Okay, das noch. Und das hier. Das verderbende Böse fühlte sich durch diese Tat frisch und wie aus dem Ei gepellt. Wie ein Rosenblatt in einem Waschlavoir. Mit der Zerstörung des Lagers hatte es seine Macht eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und seine Rückenschmerzen spülte es mit einem Schluck aus dem Jungbrunnen. Und seine Rückenschmerzen ignorierte es mit der Mannhaftigkeit und Würde seines hohen Alters. Interessanterweise gab es im Lager der Allianz auch einen Zugang zum Untergrund. Wohin würde dieser führen? Das neugierige Böse würde es alsbald herausfinden. Ja, alsbald. So, wir müssen aber auch hier irgendwie hochkommen.
Ja, hier hinten geht es auch nochmal runter. Da müssen wir dann auch nochmal gucken. Eieiei. So, aber wir machen jetzt erstmal die Aufwertung. Macht des raffgierigen Bösen war gewachsen. Der Thronsaal erstrahlte in neuem Glanz. Nun würden ihm durch die Transformationskammer noch mächtigere Untote zur Verfügung stehen. Voller Stolz blickte das verderbende Böse auf sein Werk. Nein, es war auf seine alten Tage nicht eingerostet. Jeder Kratzer auf seiner Knochenhaut, jedes Klappern in seinem Gerippe war nur ein weiterer Schritt zur Vergrößerung seiner Macht gewesen. Nun war es bereit, das dreckige, unkollegiale, chaotische Böse zu stellen und den elendiglichen Jungbronnen endgültig zu zerstören. Nun war es an der Zeit, diesen Zugang zum Untergrund im ehemaligen Lager der Allianz zu untersuchen. Ach so. Okay. Gut, aber wir werden jetzt hier erstmal so ein bisschen durchgucken, was wir denn jetzt hier für neue Möglichkeiten haben. Also Räume gab es jetzt keine neuen dazu. Jedenfalls sehe ich so keine. Aber neue Forschungsmethoden. Sorgt dafür, dass sich eure Untoten deutlich schneller in ihre letzten Ruhestätte erholen und sobald wieder zur Arbeit zurückkehren können. Ja, das ist doch schon mal cool. Schnelleres Wiederbeleben. Ja, auch nicht schlecht. Das können wir auch noch mitforschen. Macht eure Mana-Gruft noch schrecklicher. Was dazu führt, dass sie noch schneller Mana produzieren. Jo. Ein bisschen Koffein in den allerseits vorhandenen Nebel der Alchemistenstube gemischt, erhöht die Arbeitseffizienz eurer Skelette dort drastisch. Nee, dramatisch. Okay, dann haben wir auch mit. Was haben wir denn hier noch? Eisturm. Es ist fügt allen Gegnern im Umkreis Schaden zu und friert diese kurzzeitig ein. Cool. Schneekugel, damit können einen tollen Schneemann bauen. Ein riesiger Schneewall, der über Gegner hinweg rollt und diese mit sich reißt und dann auch noch einfriert. Ja, klingt alles gar nicht so schlecht, ne? Also, forschen. So, dann möchte ich mal einen Licht haben, oder wie das auch heißt. Achso, wir sind ja noch bei maximaler Bevölkerung. Machen wir erstmal hier. Und was haben wir hier noch? Untoten sind da. Holt alle eure Kreaturen aus dem Dungeon zu diesem Punkt, wo sie sich langsam aus der Erde buddeln. Passt aber auf, denn sie sind dabei sehr verwundbar. Das wird bestimmt sehr cool sein. Na ja, mal gucken. So, dann mache ich mir auf jeden Fall von jedem mal eins, weil ich weiß jetzt nicht, was welche Kreaturen machen und was sie denn so schönes Neues können. Und hier sind schon wieder Schnatterlinge so ein bisschen lahmarschig. Warum? Wir wissen es selber nicht. Ne, jetzt habe ich die Vergessenen wieder Schnatterlinge genannt. So, dann können wir hier nochmal das Graben und das hier nochmal erhöhen. Warum auch nicht? Dann sind sie schon mal die effektivsten überhaupt. Wie sieht's hier an den Dingern aus? Ah, an den meisten wird gearbeitet. So, ich will unbedingt gucken, ob das Ding genauso cool ist wie damals die anderen Kugeln. Deswegen baue ich jetzt hier einfach mal ein paar hin, weil wir es können. Und ob man da auch wieder drüber laufen kann. So, wie sieht es hier aus mit der Bevölkerung? Macht mal ein bisschen hin. Oh, scheint ja jetzt hier fast alles fertig zu sein, was wir angeklickt hatten. Oh, dann natürlich mehr Gold stapeln. Mehr Mana stapeln. Ja, haben wir noch eine neue Tür? Ja. Daran hat sich schon so mancher die Zähne ausgebissen. Valandrischer Stahl. Ja, gut, der Stahl sagt mir jetzt nichts. Aber dann haben wir auch hier eigentlich alles quasi erforscht.
Und unsere vergessenen Arbeiten jetzt schon wieder. Okay. So, wie sieht's hier aus? Habt ihr meine Vergessenen schon fertig? Noch nicht so ganz. Dann machen wir die erstmal hier wieder. Neue Zufährrohre oder einfach bessere Brillen erhöhen Reichweite aller Skelette. Ah, das ist sehr geil. Jetzt geht's hier aber durch. Ja. Wird gerade alles schön erforscht. Und nächstes Mal sollte ich wirklich noch ein bisschen größere Kammer von denen bauen. Also zwei Stück dürften definitiv reichen. So, machen wir jetzt erstmal dich zu... Ein Dämonenportal! Vorwärts, Untote! Vernichtet die Lebenden! Vernichtet die Dämonen! Ja, das schaffst du doch hier gar nicht alleine. Glaube ich, sollte dir da ein bisschen helfen. Besser wäre es auf jeden Fall. Darf jetzt aber auch nicht zu viel Mana verschwenden. Wie sieht's hier aus? Ihr produziert noch Mana, na dann macht mal weiter. Lümmelt untätig herum. Okay. Statt untätig darfst du dich auch mal weiter evolutionieren. So, nein, Bartas, du darfst jetzt nicht sterben. Setze ich mal am besten erstmal den Thronsaal ab. Okay. Glocke klingelt. Jetzt kommen die Schützen schon. Gut, wie sieht es jetzt hier weiter aus? Okay, die Bildchen sehen schon mal cool aus. Aber die haben ja eigentlich nichts zu sagen. Okay, hier wird sogar nochmal Effizienz extrem hochgesetzt. Das zaubernde Böse hatte einen Leech erweckt. Dieser großartige Skelettmagier verfügte über eine Vielzahl nekromantischer Fertigkeiten und war eine Bereicherung für jedes gut sortierte hirnlose Heer. Okay. Eine Leech. So, dann fehlt uns ja noch so eine Banshee. Aber ganz schön viel. Na, kriegt ihr es hin? Das aufwertende Böse hatte aus diesem Ghoul etwas kreiert, das man nur das Ding nennen konnte. Dieser kartoffelförmige Koloss würde das hirnlose Heer nahezu unbezwingbar machen. Okay, das Ding. So, und dann fehlt uns ja noch der hier. Der Gremlin muss jetzt zu Nosferatu werden. Und dann bin ich mal gespannt. Ja, das Ding ist gerade dabei, Sachen zu durchforsten. Ach nee, da hat gerade was fertig geforscht. Okay. Bringt eure Lichts bei, frostige Eisstürme auf, zu erschaffen, die große Areale mit Eis und Schnee heimsuchen. Doch das verängstigte Böse zögerte. Das Lager der Allianz war stark befestigt gewesen. Was würde einen da erst im Untergrund erwarten? Es nahm all seinen untoten Mut zusammen und befahl dann seinen Kreaturen, dort hinabzusteigen. Nein, noch nicht.
Wir wollen doch wenigstens gucken, was uns da jetzt anderes erwarten könnte. So, und ich sehe gerade, die brauchen dann eine Ruhestrette von 9x9, wenn wir sie ganz aufgewertet haben. Das heißt, wir müssen die Ruhestätte hier auch nochmal vergrößern. Heißt, der Klumpatsch kommt weg und hier kommt eine neue Ruhestätte. Das verderbende Böse hatte aus einer Banshee einen schwarzen Tod erschaffen. Im Nachhinein fragte es sich, ob das so eine gute Idee gewesen war, denn sie sah wahrhaftig unheimlich aus. Hoffentlich würde sie ihre Sense nur für Gegner gebrauchen. Okay. Ja, dann probieren wir jetzt mal so ein bisschen die neuen Kreaturen schon mal aus. Ich nehme jetzt mal von jedem einen mit. Und dann bin ich mal gespannt, was die jetzt so machen. Ein Nosferatu wurde erweckt aus einem mickrigen Gremlin. Diese blutrünstigen Wesen waren heimtückische Todbringer, die sich in ihrer Freizeit mit Grabpflege beschäftigten. Okay. Und was machst du so an Schaden? 35. Das geht eigentlich. Aber das Ding ist auch nicht schlecht. Mit 35. Ah, wovon ich noch nicht so überzeugt bin, sind halt hier die Lichs. Also finde ich die Todesschützen ein bisschen besser. Aber gut. Verbessert die Fledermausschwarm eines Nosferatu und lässt sie sowohl mehr Schaden machen als auch mehr heilen. Stark. Verbessert die Fähigkeit, die Zeit ist abgelaufen. Eure schwarzen Tode und lasst sie beim Ableben eines Gegners noch mehr Schaden machen. Achso, okay. Das Ding kann damit ein Dampfschild erschaffen, das vor einigen Schaden schützt. Keine schlechte Idee eigentlich. Frag ich mich nur, wo der Dampf herkommt. Okay. So, jetzt sind wir auch schon fast fertig. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier nochmal den Cut. In unserem Dungeon ist ein Dämonenportal entstanden. Vernichtet die Lebenden! Vernichtet die Dämonen! Ja, machen wir mal ganz simpel hier. So, lassen wir mal alle antanzen. Dann machen wir das noch, bevor wir den Cut machen. Das geht ja dann so deutlich schneller. Ja, eure Dämonen schaffen das ja überhaupt nicht hier. So. Na, kommt. Alle einmal ordentlich draufhauen und dann war's das. Gut, dann haben wir jetzt hier aber wirklich den Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.